Wir kommen mal zum heutigen Thema. Und zwar hat mich hier ein Paket erreicht. Und in diesem Paket sind die neuen Shisha Pearls. Was das ist, ob die taugen, das gucken wir uns heute an. Vielleicht sollten wir uns als erstes mal die Website von denen angucken. whoop-shisha.de. Also das hier ist die Website, sieht aus wie dieser Flyer. Aromen sind unsere Passion. The unique experience you will never forget. Na, gucken wir mal, das kann man ja auch in beide Richtungen auslegen. Eine einzigartige Erfahrung, die wir niemals vergessen werden. Der Sinn von den Dingern scheint wohl zu sein, dass man 1 bis 3 Kugeln von diesen Dingern mit in seinen Kopf geben kann und die geben noch Aroma ab. Es ist auch kein Tabakprodukt, das ist kein Tabakersatzprodukt. Das heißt, man kann das ganz normal kaufen ohne Banderole und so. Und so sieht das Ganze aus, aber das gucken wir uns hier gleich nochmal in echt an. 2 bis 3 Perlen zum Tabak geben, durch die Hitze platzen die Perlen und setzen die Aromen. Nach ein paar Zügen kannst du einfach 1 bis 2 weitere Pearls auf den... Nach ein paar Zügen soll ich schon 1 bis 2 weitere auf den Tabak legen. Ja gut, wahrscheinlich meinten die so nach einer halben Stunde oder so, ne? Bei der Herstellung werden höchste Anforderungen an Qualität, Geschmack und Sicherheit gestellt. Die Whoop Shisha Perlen enthalten nur die besten und hochwertigsten Stoffe. Die Trägersubstanzen werden auch in der Lebensmittelindustrie gebraucht. Unser Produkt erfüllt somit alle Anforderungen. Was aber wichtig für uns ist der Preis. 14 Euro kostet so ein Ding. 80 Perlen sind da drin. Bei 2 bis 3 Perlen, sagen wir mal, wir nehmen 2, reicht das für 40 Köpfe, wo man das Zeug mit reinpacken kann. Wenn das so hinkommt, dann ist das mit dem Preis eigentlich ganz in Ordnung. Also für 40 Mal anwenden, 14 Euro bezahlen, finde ich nicht übel. Gut, aber wir gucken mal hier ins Paketchen. Ich habe 4 Sorten von denen zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir die uns heute mal angucken können. Einmal Whoop Nana, einmal Maracuja, einmal Moloko und einmal Vanille. Und ich kann euch sagen, als ich dieses Paket hier aufgemacht habe, das hat gerochen, als hätte ich hier die geisteskrankeste Duftkerze, die ich jemals hatte in meinem Büro stehen. Also es riecht alles so krass danach. Ich würde heute gerne testen. Einmal machen wir Maracuja und einmal machen wir Moloko und Whoop Nana. Aber erstmal gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Und das hier sind diese Perlen. Diese Flüssigkeit, die da drin ist, wurde mir gesagt, ist, um das Ganze haltbar zu machen. Also mich erinnert es auch ein bisschen an Bubble Tea, muss ich sagen. Vom Geruch her ist es wirklich geisteskrank intensiv. Also geisteskrank intensiv. Das riecht, als wäre das so ein Sirup, den man jetzt irgendwie in Getränke packen könnte oder so und dann mit 1 Liter vermischt und dann passt das. Aber das riecht so intensiv, das ist Bubble Tea mit extremer Aroma. So ungefähr könnte man sich vorstellen, wie das riecht. Wir werden das mischen, einmal mit Quiesmut und einmal mit dem Fuck Your Life Zitron Minze. Warum nicht pur? Das ist nichts, was du pur rauchen sollst, ne? Also ich weiß auch nicht, ob die überhaupt rauchen würden pur oder ob die nur ein bisschen Aroma abgeben, aber die sind wirklich dafür gedacht, dass man da eben nur was mit reinmischt. Und die werden wir da auf jeden Fall gleich mit reinmischen, aber erstmal brauchen wir normalen Tabak. Also die sollen praktisch nur nochmal so einen Flavor mit dazugeben, wie wenn du Paste drunter schmierst oder sowas. Ja, wie die halt sagen, ne? Es soll den Geschmack enhancen. Und das mit dem Reinmischen, wenn man schon geraucht hat, ist eigentlich auch eine ganz witzige Idee. Wenn der Geschmack irgendwann nachlässt, vielleicht nochmal 2 von den Dingern hinterher. Und dann kickt es nochmal ein bisschen. Dann sollen wir uns 3 so kleine Kugeln machen und da sollen dann noch diese Shisha-Perlen rein. Ah komm, ich glaube, wir nehmen gleich 3. Machen wir eine hier und eine mitten im Dark Blend. So, das sind unsere Kugeln. Die sollen maximal leichten Kontakt haben, aber nicht Vollkontakt oben, geisteskrank drauf. So, dann machen wir mal. Wisst ihr, jetzt weiß ich, an was es mich erinnert. An Kaviar so ein bisschen. So mit diesen kleinen Döschen, dieser Flüssigkeit und diesen komischen Eiern, die da drin liegen. So, und dann, das sieht schon wild aus. Packen wir da einfach mal. Ah, jetzt habe ich 2. Blub und blub. Es sieht schon wild aus, oder? So, die liegen jetzt einfach da so oben drauf. Wild, oder? Wie fühlen sich die Perlen an? Hart oder weich? Glibberig sind die. Also eher weich. Ich würde gerne mal eine aufpieksen. Okay, es ist wirklich wie eine Bubble Tea Bubble. Oh, du merkst, dass außen eine Haut ist, aber innen ist so Gelee-artig. So, also 3 Kohlen haben wir jetzt draufgelegt. Gucken wir mal, wie viel Hitze die Bubbles brauchen. Gucken wir mal, wie lange die Bubbles brauchen und ob wir überhaupt was rausschmecken. Mein Kopf macht Geräusche. Er zischt. Okay, also ich merke auf jeden Fall kein Drücken und kein Kratzen bis jetzt. Geschmacksmäßig. Ich glaube, jetzt ist sie geplatzt. Das hat eben einmal so gemacht. Boah, da bin ich jetzt mal gespannt, ob der nächste Zug mit Geschmack ist. Safe. Safe. Man schmeckt es 100 pro raus. Bevor ich mich wieder in Rage rede. Man schmeckt am meisten Kiwi-Smoothie und Zitrone. Aber man hat jetzt nach diesem ersten
Maracuja dabei. Digga, schon wieder. Die zweite Bubble. Jetzt finde ich es nicht wirklich intensiver. Also auf den Dingern steht, durch die Hitze platzen die Perlen und setzen Aroma frei. Also genau so soll das wohl sein. Jetzt frage ich mich, ob zwei gleichzeitig geplatzt sind oder ob dann noch die dritte kommen muss. Also man schmeckt es definitiv im Hintergrund, ist aber nicht übertrieben krass, gibt aber definitiv halt noch ein bisschen Geschmack ab. Und sie schmecken sogar relativ so, wie sie auch gerochen haben. Es ist auf jeden Fall eine funny Experience. Also wenn du auf einmal deinen Kopf so pff macht und dann schmeckst du auf einmal Maracuja, ist schon wild. So sieht's, also man sieht, dass die geplatzt sind. Die zwei rechten sieht man deutlich. Die linke auch so ein bisschen, aber sie halten sich da auf jeden Fall noch. Also die sollen ja Lebensmittel echt sein, aber es hieß, die sind zu intensiv, um die zu essen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so ein Ding essen sollte. Ich tipp da mal meinen Finger rein und dann... Digga. Das ist wie Shampoo fressen. Nicht gut. Es schmeckt wie Parfüm schmeckt. Also wenn du Parfüm sprühst und das dann in den Mund bekommst, so beim Atmen. Oder Deo oder sowas. So schmeckt das. Oder halt wie Shampoo oder so. Also essen und trinken will ich es nicht. So, wir gucken mal, wie viel man noch von den Perlen rausschmeckt. Wir rauchen. Wie lange rauchen wir das Köpfchen jetzt? Ungefähr halbe, dreiviertel Stunde, würde ich sagen. Man schmeckt sie noch leicht. Ist aber definitiv weniger geworden. Also Tabak kann man festhalten, schmeckt länger intensiv als die Perlen. Aber man könnte ja auch jetzt noch was dazu packen. Ja, also es kommt noch ganz leicht durch, aber bei weitem nicht mehr so viel wie am Anfang, als die Dinger geplatzt sind. Macht ja aber auch irgendwie Sinn. Wir holen uns nochmal hier die Pfeife ran. Drauf. So, da eine Moloko-Perle. Da eine die habe ich jetzt schon angedatscht. Es riecht einfach schon nach Moloko. So, mal gucken, ob wir Moloko rausschmecken. Ja, safe. Instant. Also, oh, jetzt ist noch eine geplatzt. Es ist eine Note, die dazukommt. Es ist nicht so, als ob du jetzt einen Moloko-Tabak auf einmal rauchen würdest. Du merkst schon, du rauchst immer noch einen Kiwi-Smoothie und eine Zitrone. Und dann kommt da noch so eine Note mit. Aber die merkst du auf jeden Fall. Ja, also safe. Man schmeckt die raus. Safe. Erstes kleines Fazit würde ich sagen, für 14 Euro, wenn man zwei Perlen nimmt und das dann wirklich bei 80 Perlen in einer Packung, wenn man zwei nimmt, kann man das also 40 Mal machen. Finde ich funny. Also kann man safe mal ausprobieren. Und drücken, kratzen, kommt auch nichts durch die Perlen. Also da ist auch alles wunderbar. Eher die Perlen oder eher Hookah Squeeze? Weiß nicht, ich würde sagen, kann man getrost beides mal ausprobieren. Vielleicht auch noch kombinieren. Paste unten rein, dann Tabak drüber und auf den Tabak noch die Perlen. Okay, jetzt ist die nächste geplatzt. Was steht denn an Inhaltsstoffen drin? Aroma, Glycerin, Wasser, Zucker, Stärke. Stärke ist wahrscheinlich diese Haut, die außenrum ist. Säureregulator, Apfelsäure, Dickungsmittel. Aber mit Hauptbestandteilen Aroma und Glycerin ist wohl somewhat Molasse ähnlich, würde ich sagen. Nochmal kurzes Fazit zum Perlen nachlegen. War eigentlich wie am Anfang auch, nur dass es am Anfang intensiver war, weil halt direkt die Hitze da war, ne? Und auch wie beim ersten Versuch mit den Perlen, man hat auf jeden Fall den Tabak im Vordergrund und im Hintergrund kommt aber noch eine Note dazu. Die schmeckt man, die ist nicht übertrieben intensiv, aber man merkt auf jeden Fall, dass man noch was dazu gemischt hat und man schmeckt das auch auf jeden Fall raus.